Sehr geehrte Züchterinnen und Züchter, werte Freunde der Braunswiss- und Holsteinzucht, ich darf euch im Namen meiner Kollegen Thomas K., Gregor Schaubmeier zum zweiten Webinar-Seminar Genostars on Stage für Braunswiss und Holstein recht herzlich begrüßen. Thomas wird für den technischen Support und die Intros zuständig sein, während Gregor und ich die Stiere abwechselnd vorstellen werden. Ich darf die 120 registrierten Personen recht herzlich zu einem informativen Abend einladen und das Wort an Thomas K. übergeben. Geschätzte Braunswiss- und Holsteinzüchter zu Hause vor den Bildschirmen. Ein technischer Hinweis zu den Webinaren. Unter Fragen und Antworten können Sie aktiv am Webinar teilnehmen. Ihre Fragen werden wir am Ende der Veranstaltung gesammelt beantworten. Wir starten gleich los mit der ersten Gruppe. Und zwar haben wir heute die wichtigsten Standbeine der Milchviehhaltung hervorgehoben: die Leistung, die Gesundheit und das Exterieur. Die drei Standbeine beginnen wir mit der Leistung. Besonders leistungsstarke Stiere der Rassen Red Holstein, Holstein und Braunswiss. Einen Stier möchte ich hier besonders erwähnen, weil er im Besitz von Genostar steht und in Bergland produziert. Silberrücken ist ein mischerbig hornloser Solitärsohn, der vor allem durch Milchleistung und einem soliden Exterieur punkten kann. Bei den Holsteinstieren gibt es erstmals wieder einen Stier mit über plus 2000 Kilogramm Milch in der gezielten Paarung, William. Und Sie sehen schon, in dieser Übersichtsliste gibt es nur Stiere mit deutlich über 1000 plus in der Milch. So auch bei Braunswiss, wo mit GS Austria der momentan leistungsstärkste Braunswiss-Stier im Besitz von Genostar steht. Ich übergebe das Wort an Hans Derler zur Beschreibung des ersten Stieres. Ja, den ersten Stier, den wir heute vorstellen möchten, ist der leistungsstarke Blooming-Sohn Blumlord. Blumlord geht über die langlebige und leistungsstarke Hure-Tochter auf Hukos zurück. Er ist der zuchtwertstärkste Blooming-Sohn. Blumlord wird rahmige Tiere mit einer sehr, sehr guten oberen Linie, einer guten Körpertiefe sowie langen, breiten Beckenfäden. Seine guten Fundamente und die sehr guten Euter können überzeugen und in diesen Bereichen für Verbesserungen sorgen. Blumlord wird die Milchmenge verbessern. Er ist einer der höchsten Milchmengenfärber in der Braunswisszucht. Er wird vor allem auch die Melkbarkeit verbessern, sowie die Nutzungsdauer und die Persistenz. Blumlord ist ein Stier, der nachhaltig die Milchmenge, das Exterieur und die Fruchtbarkeit verbessern kann. Aber nicht nur diese Merkmale sind einzigartig bei Blumlord. Blumlord ist auch ein Stier, dessen Nachkommen sehr, sehr hohe Typisierungen vorweisen. Bei 22 männlichen Typisierungen haben wir 10 Tiere mit einem Zuchtwert von über 130 und 11 Tiere haben einen Zuchtwert von 1000 Kilogramm Milch und mehr. Also mit Blumlord können Sie in der Zukunft Milchmenge, Exterieur und Fruchtbarkeit verbessern. Mit AG Bison dürfen wir Ihnen den höchsten Bistusohn vorstellen, der aus Anibal und Blooming gezogen ist. AG Bison ist aufgrund seines hohen Gesamtzuchtwerts von 138 Punkten und des guten Milchwertes von 125 besonders interessant für das Zuchtprogramm von Genostar. Er wurde bereits intensiv für gezielte Paarungen und Spülungen verwendet und die ersten Erfolge daraus sind bereits da.
Mit einer Milchmengenfärbung von plus 1082 Kilogramm zählt er auch hier zu den Besten. Im Bereich der Fitness fallen seine Zuchtwerte für Nutzungsdauer und Persistenz mit 115 bzw. 114 besonders auf. Zudem ist AG Bison ein guter Befruchter und aufgrund seiner Kalbeeigenschaften perfekt für Kalbinnenbesamungen geeignet. Das Linearprofil von AG Bison gestaltet sich sehr ausgeglichen. Einzig die Schwäche in der Ausprägung der Sprunggelenke werden auch wie bei seinem Großvater Biber erwartet. Ansonsten sieht man bei seinen Kälbern bereits, dass sie sich in Rahmen und Breite hervorragend entwickeln, so wie man sich es wünscht. In Summe kombiniert AG Bison Leistung, Fitness und Exterieur auf höchstem Niveau und genau das macht ihn so interessant. Anhand von 103 männlichen Typisierungen sieht man, dass 9 Tiere bereits einen Gesamtzuchtwert von über 140 erzielt haben. 55 davon einen Gesamtzuchtwert von über 130 und 35 männliche Kälber haben einen Milchzuchtwert von mehr als plus 1000. Der nächste Stier im Programm ist GS Austria. GS Austria, ein Name verpflichtet. Dieser Name enttäuscht auch nicht. Er geht über Amory auf eine Cadence und eine Volvo auf die letztendlich auf die Stammkuh, die 100.000 Liter produziert hat oder über 100.000 Liter produziert hat, die Husli-Tochter Agra zurück. Die Familie zeichnet sich durch mittelgroße Tiere aus, die im zunehmenden Alter sich vor allem in der Breite und in der Tiefe enorm entwickeln. GS Austria ist einer der höchsten Milchmengenvererber in der internationalen Braun-Swiss-Zucht. Er vererbt 1441 Kilogramm Milch. Aber nicht nur die Milchmenge, sondern auch in den Gesundheitsmerkmalen wie der Persistenz, der Zählzahl, der Melkbarkeit und vor allem auch in der Leistungssteigerung kann GS Austria punkten. Wie gesagt, GS Austria, ein Name, der verpflichtet und GS Austria wird auch nicht enttäuschen. GS Austria wird nicht enttäuschen aufgrund seiner hohen Milchmengenfärbung, aufgrund seiner besten Werte für Persistenz, für Zählzahl, Melkbarkeit und Leistungssteigerung. GS Austria wird stabile Tiere färben, die in allen Bereichen der Braun-Swiss-Zucht auf allen Betrieben beständig produzieren können und nachhaltig für die Wirtschaftlichkeit auf den Betrieben sorgen können. Our Red ist ein Vertreter des Rotbund-Segments in unserer Ausgabe. Aber mit der Väterfolge Durango, Mogul, Demello, Mr. Burns, Goldwyn, Intensifier und Rudolf weist er für Rotbund eine völlig einzigartige Väterfolge auf. Gut 2000 melkende Töchter bestätigen mittlerweile seinen guten Milchzuchtwert von plus 1261 Kilogramm und machen ihn zum absoluten Leistungskracher im Bereich der Red Holsteins. Diese hohe Milchleistung kombiniert er mit Spitzenwerten für Fitness und Exterieur. Besonders hervorzuheben sind dabei Nutzungsdauer 120, Fruchtbarkeit 114 und Melkbarkeit 109. Im Exterieur zeichnen sich Powertöchter mit einzigartigen Eutern aus. Sie tragen sie sehr hoch und fest angesetzte Euter unter ihrem Körper, die aufgrund der Strichplatzierung auch für automatische Melksysteme hervorragend geeignet sind. Einzig die Schwächen in der Vorhand, sprich Körpertiefe und Stärke, sollten bei den Anpaarungen Beachtung finden. Ansonsten machen Power Red all diese Kombinationen zu einem richtigen Kraftpaket im Rotbund-Segment. Die Power-Red-Töchter im Genostar-Gebiet, also von allen Power-Red-Töchtern im Genostar-Gebiet, haben 57% die Erstlaktation mit mehr als 8500 Kilogramm abgeschlossen bei einem Herdenniveau von 9203 Kilogramm. Auch im Exterieur besticht Power-Red im Genostar-Gebiet, denn 36% seiner Töchter wurden im Exterieur im Euter höher als 85 Punkte bewertet.
Der nächste rote Stier im Programm ist Augustus Red. Augustus Red ist ein Solitärsohn, der mischervig hornlos färben kann. Augustus Red ist ein Allrounder, der über Silky, Best Post, Kanu, Freddy und Goldwyn auf die bekannte Durham-Tochter Altitude X95 zurückgeht. Altitude ist auch die Mutter der roten Queen Apple, die Rotbundzucht oder die Red-Holstein-Zucht nachhaltig beeinflusst hat. Der Solitärsohn Augustus Red BB ist ein Stier, der über 1000 Kilogramm Milch färbt, 1046 Kilogramm Milch genau, mit positiven Inhaltsstoffen im Fettbereich plus 009 und im Eiweißbereich plus 007. Er hat ein Top-Exterieur, er hat vor allem sehr, sehr gute Fundamente und er hat auch sehr, sehr gute Euter, wobei in der Euterfärbung die Tendenz zu längeren Strichen positiv hervorzuheben ist. Augustus Red färbt nicht nur sehr, sehr gutes Exterieur, er färbt nicht nur sehr, sehr gute Milchmenge und positive Inhaltsstoffe, sondern Augustus Red färbt auch sehr gute Fitness mit einem sehr, sehr hohen Gesundheitszuchtwert. Im Klauenbereich, in der Mantellaro-Resistenz und vor allem auch in den Bereichen des Kalbeverlaufes kann Augustus Red positiv punkten. Mit KenDog dürfen wir Ihnen einen Stier vorstellen, der sich schon länger bei uns in der Ausgabe befindet. Mit dem Pedigree Kingboy Mac Snowman, das zurückgeht auf die bekannte Roxy-Familie in den USA, hat KenDog richtig viel Milch in seiner Abstammung. Und das bestätigen auch schon mehr als 6000 Töchter weltweit. Plus 1300 Kilogramm Milch mit positiven Inhaltsstoffen bescheren ihm einen RZM von 136, was ihn zu einem der besten im geprüften Segment macht. KenDog kombiniert Milch mit guten Zuchtwerten für Nutzungsdauer, Melkbarkeit und Zellzahl. Die ersten Töchter von KenDog haben auch bei uns schon gekalbt und sehen gut aus. Sie bringen viel Milchcharakter und Kapazität mit, bewegen sich auf hervorragenden Fundamenten, die sehr parallel sind und flache Knochen aufweisen. Als perfekt kann man seine Euterfärbung bezeichnen. Die Töchter haben sehr hohe Hinteräuter mit einem sehr gut ausgeprägten Zentralband und auch wieder etwas längeren Zitzen. KenDog ist deshalb der King unter den töchtergeprüften Stieren und sollte daher sehr breit eingesetzt werden. Sound System sounds good. Also der Name klingt gut. Nicht nur der Name klingt gut, sondern Sound System mit seinem Färbungsprofil ist außergewöhnlich gut. Er stammt aus einer Top-Kuhfamilie, die sehr, sehr leistungsstark ist. Die leistungsstärkste oder eine der leistungsstärksten Kuhfamilien in Italien. Er hat eine sehr, sehr gute Linienführung über Silver, Super Sire, Schottel und Goldwyn, also sicher geprüfte Stiere im Pedigree. Sound System ist ein Allrounder, der viel Milch färbt, 1763 Kilogramm Milch mit hohen Fettprozenten plus 0,24 Fettprozente, der ein sehr ausgeglichenes Exterieur färbt. Und vor allem dessen Töchter auf der ganzen Welt eine Top-Kundenzufriedenheit haben. Sound System ist ein Stier, der nicht nur im Exterieur, der nicht nur durch seine Kuhfamilie, der nicht nur durch seine Milchmenge, sondern vor allem auch durch seine Melkbarkeit, durch sein Melkverhalten und vor allem durch die hohe Kundenzufriedenheit und durch die vielen, vielen guten Töchter auf der ganzen Welt beeindrucken kann. Sound System steht für Leistung, Melkbarkeit, sehr gute Euter und einer sehr, sehr hohen Sicherheit mit der hohen Anzahl von Töchtern, die es weltweit von Sound System schon gibt. Wie das Salz in der Suppe sind die Inhaltsstoffe in der Milchproduktion. Ein unverzichtbarer Bestandteil für einen hohen Erlös am Ende des Monats am Milchzettel.
Und Sie sehen schon, wir haben in dieser Zusammenstellung in der Übersicht versucht, alle Stiere, die im Genostargebiet in der Samenausgabe empfohlen werden, aufzulisten. Auch Stiere, die heute in der Einzelbeschreibung nicht vorkommen. Mit McDonald Red ist ein Rotbuntstier, der nicht nur in den Inhaltsstoffen, sondern auch in der Euterqualität einzigartig ist, im Ausgabeprogramm in Niederösterreich. In der Steiermark ist mit John Boy ein Schwarzer, der nahezu alle Wünsche in Erfüllung gehen lässt, bereits länger im Ausgabeprogramm. Und bei Brown Swiss die absolute Nummer 1 mit Visor, ein Kooperationsstier mit der Besamungsstation in Greifenberg. Ich übergebe das Wort an Hans zur Beschreibung des besten reinerbig hornlosen Brown Swiss Stier. Ja, der beste, aktuell beste reinerbige Brown Swiss Stier im Hornlossegment ist Design. Design ist ein Davidson aus einer Visor-Tochter. Von Visor haben wir bereits gehört, dass er auch ein sehr, sehr hoher Inhaltsstoff-Fairway ist. Die Design-Töchter zeichnen sich durch eine gute Milchmenge und vor allem durch die positiven Inhaltsstoffe sowohl im Fettbereich wie auch im Eiweißbereich aus. Er färbt 622 Kilogramm plus in der Milch, plus 0,12% Fett und plus 0,01% Eiweiß. Aber nicht nur die positiven Inhaltsstoffe und die gute Milchmenge, sondern auch die gute Fitness überzeugt bei Design PP. Er ist in der Gruppe der reinerbig hornlosen Stiere an der Spitze, vor allem wenn man die Kombination sieht, jetzt an Leistung, an Exterieur und auch an den Fitnessmerkmalen. Er färbt eine sehr, sehr gute Beckenlage mit Top-Werten in der Umdreherposition. Er färbt sehr, sehr gute Euter. Er färbt ein sehr, sehr gutes Fundament. Und gerade diese Kombination aus Leistung, Fitness und Exterieur machen Design BB zum Listenführer in der Hornlosszucht. Ein weiterer Vertreter der Hornlosszene ist GS Virus PP. GS Virus PP ist ein Produkt aus dem Zuchtprogramm der Genostar Rinderbesamung. Er ist der zweithöchste Viproson und ist gezogen aus GS Firewall und Paisley. Seine Mutter Wesley steht am Betrieb Wagner Carina in Sonntagberg, was auch die Zuchtstätte von GS Virus PP ist, und überzeugt mit sehr viel Rahmen, Milch und guten Inhaltsstoffen. Auch seine Großmutter steht noch am Betrieb und wurde in der sechsten Laktation mit hervorragenden 85 Punkten eingestuft. Ebenso brachte die Großmutter in der sechsten Laktation ihre Höchstleistung mit über 12.000 Kilogramm Milch. Er selbst hat einen Gesamtzuchtwert von 127 und einen Milchwert von 116. Mit deutlich positiven Inhaltsstoffen und guter Milchmenge kann er auch als Leistungsverbesserer eingesetzt werden. Dies kombiniert er mit guten Fitnesseigenschaften, wobei die gute Fruchtbarkeit und die ordentliche Leistungssteigerung hervorzuheben sind. Von GS Virus PP erwartet man Kühe mit sehr guter Breite und guten Eutern, die wieder mit längeren und dickeren Zitzen ausgestattet sind. Die Tatsache, dass die Hälfte seiner Nachkommen hornlos sind, machen ihn noch interessanter für einen breiten Einsatz. GS Virus steht für Inhaltsstoffe, Fruchtbarkeit und Leistungssteigerung. Der nächste Inhaltsstofffärbe im Programm ist wieder ein Hornlosstier, und zwar Sandro Red BB, also ein mischerbig hornlos färbender Stier. Er ist ein Sohn des Exterieursfärbers Solito und stammt aus einer tiefen kanadischen Kuhfamilie, aus der so bekannte Stiere wie Brecker und Snake Red bis jetzt hervorgegangen sind. Aber nicht nur auf der männlichen Seite färbt er gut, sondern auch auf der weiblichen Seite kann er sehr, sehr gute Tiere quasi im Pedigree vorweisen. So ist die Siegerkuh von Oldenburg, die Dark Red Tochter, die exzellent 92 eingestuft wurde,
auch aus dieser Kuhfamilie. Sandro BB färbt große Tiere mit mittlerer Breite, mittlerer Tiefe und gutem Becken. Er färbt Topfundamente, ausgezeichnete Euter, eine Milchmenge von 533 Kilogramm Milch mit 0,38% Fett und 0,10% Eiweiß. Also ist ein sehr, sehr guter Inhaltsstofffärber bei mittlerer Milchmenge. Und vor allem Sandro Red zeigt eine super Kombination aus mittlerer Milchmenge, sehr, sehr guten Inhaltsstoffen, sehr, sehr guten Typ, sehr, sehr guter Gesundheit, vor allem besten Werten in der Euterfitness, in der Klauengesundheit und in der Mortellaro-Resistenz. Und gerade diese Kombination mit Leistung, Inhaltsstoffe, Typ, Gesundheit, vor allem bester Klauengesundheit, machen Sandro Red BB zu einem sehr interessanten neuen jungen Stier im Programm. Mit Arino Red können wir einen sicher geprüften Red-Holstein-Stier aus der Familie der weltbekannten Schau- und Zuchtikone Regiment Apple anbieten. Arino Red ist ein Achievson und geht über Sympathico und auf Talent zurück. Aktuell zählt er bereits über 2000 melkende Töchter, die seinen Zuchtwert für Milch und Milchinhaltsstoffe mehr als bestätigen. Mit einem Plus von 0,32% im Fett und 0,07% im Eiweiß kann Arino Red als klarer Verbesserer für Inhaltsstoffe bezeichnet werden. Im Bereich der Fitness sprechen die besonders guten Kalbeeigenschaften für einen Einsatz auch auf Kalbinnen. Die Euter der Arino Red-Töchter sind sehr gesund, aber auch funktionell. Aufgrund seines hervorragenden Zuchtwertprofils ist Arino Red sehr breit einsetzbar, wenn man bei der Anpaarung seine Vererbung zu tendenziell leicht ansteigenden Becken beachtet. Arino Red steht für hervorragendes Exterieur, sehr, sehr gute Milchinhaltsstoffe und vor allem für sehr, sehr gesunde und vitale Laufstallkühe. Ein weiterer Stier in diesem Segment, der Inhaltsstofffärber, ist der reinerbig hornlos färbende Spot-on BB. Er ist ein Hotspot-Sohn und interessant ist, dass auf seiner Mutterseite mit den Färbern Bord, Ballista, Epic und Mr. Sam Stiere im Pedigree sind, die kaum oder kein Hornlos-Gen in sich tragen. Und gerade diese Eigenschaft machen diesen Stier sehr, sehr interessant. Er ist ein sehr stark nachgefragter, reinerbig, hornlos färbender Stier, der mittelgroße, spätreife Tiere färben wird, mit sehr, sehr guten Fundamenten und sehr gute Euter. Spot on BB steht für mittlere Milchmenge plus 351 Kilogramm Milch, für sehr, sehr gute Inhaltsstoffe im Fett- und im Eiweißbereich plus 0,31% Fett plus 0,19% Eiweiß. Er steht für eine sehr, sehr gute Fruchtbarkeit. Er steht für einen sehr, sehr guten Kalbeverlauf. Er steht für eine sehr, sehr gute Nutzungsdauer und vor allem auch für eine ausgezeichnete Melkbarkeit und Eutergesundheit. Spot on BB ist ein reinerbig, hornlos färbender Stier, der für Inhaltsstoffe, Euter, Fruchtbarkeit steht und der sehr, sehr stark nachgefragt wird und deswegen in unserem Programm ganz gut eingegliedert ist. Die gesunde, vitale Laufstallkuh, die lange auf ihren Betrieben verbleiben kann, muss folgende Eigenschaften aufweisen. Sie muss in den Gesundheitsmerkmalen, in den Fruchtbarkeitsmerkmalen, in den Eutergesundheitsmerkmalen außergewöhnlich sein. Und gerade dieser neue Gesundheitszuchtwert bei Holstein bildet hier ein wichtiges Auswahlkriterium. In diesem Gesundheitszuchtwert ist die Euterfitness, die Klauengesundheit, die Fruchtbarkeit
sowie die Anfälligkeit für Stoffwechselerkrankungen über diesen Metabolzuchtwert verankert. Sehr ähnlich ist es auch bei Brown Swiss. Im Fruchtbarkeitswert sind Diagnosedaten aus Zysten und frühen Fruchtbarkeitsstörungen enthalten, sowie auch im Eutergesundheitswert die Daten für Mastitis-Anfälligkeit. Und gerade im Brown Swiss-Bereich haben wir bei Genostar mit GS Clever einen der wohl gesündesten Brown Swiss-Stiere, die es international gibt, im eigenen Hause. In der Holsteinzucht möchte ich noch kurz auf den GS Giga hinweisen. Ein weiterer Jungstier, der sehr preiswert von Genostar angeboten werden kann und hier in den Gesundheitsmerkmalen voll punktet. Lieber Gregor, ich bitte dich, den ersten Stier der Gruppe Gesundheit zu präsentieren. Besonders stolz sind wir, dass wir Ihnen nun einen Stier wie GS Sinatra vorstellen dürfen. GS Sinatra wurde von Susanne und Josef Blank in Oberndorf in Niederösterreich gezüchtet und ist ein Produkt aus unserem eigenen Zuchtprogramm. Als Jungstier entwickelte er sich zu einem der gefragtesten Stierväter in ganz Europa. Mittlerweile gibt es einige sehr interessante Söhne von ihm, aber auch weibliche Elitetiere wurden bereits verkauft. Als ganz früher Seaside Bloom Sohn stammt er mit Hukus und Vasir im Pedigree aus einer doch sehr altbewährten Kuhfamilie. Aktuell kann GS Sinatra einen Gesamtzuchtwert von 125 vorweisen und hat bereits über 760 melkende Töchter, wobei sich die ersten schon in der zweiten Laktation befinden. Mit einem guten Milchzuchtwert von plus 685 Kilogramm sind seine Töchter sehr leistungsbereit und zudem auch noch sehr fitnessstark. Besonders in den Bereichen Persistenz und Fruchtbarkeit kann GS Sinatra mit 120 bzw. 118 Punkten überzeugen. GS Sinatra-Töchter sind eher spätreife Kühe, die sich bis hin zum zweiten Kalb körperlich noch sehr entwickeln können. Die Stärken im Exterieur liegen bei GS Sinatra sicher in der Korrektheit des Körperbaus und in der guten oberen Linie. Die Töchter sind breit genug und haben somit auch Platz für hoch angesetzte und drüsige Euter. Von der Qualität der GS Sinatra-Töchter kann man sich bei einer Nachzuchtpräsentation im Rahmen der Jubiläumsversteigerung am 15. September in Bergland gerne überzeugen. GS A1, was für ein Name. Wir gehen davon aus, dass GS A1 störungsfreier funktioniert als der Telefonanbieter. GS1 ist ein Allrounder, der vor allem in den Bereichen Leistung, Fitness, Milchbarkeit und Eutergesundheit überzeugen kann. Der Arista-Sohn hat mit Cadence, GS Huvi, Harley, Vasir sehr, sehr gute töchtergeprüfte Stiere, leistungsstarke töchtergeprüfte Stiere im Pedigree. Die R-Familie von Stromer, woraus der Stier stammt, überzeugt durch stabile, gesunde Kühe mit sehr gutem Becken. A1 verspricht gesunde Kühe mit ausgezeichneter Milchmenge und sehr guter Fitness. Außerdem hat er die Top-Kombination aus guter Melkbarkeit mit guter Eutergesundheit. Leistung, Gesundheit, Euter, das sind die Stärken von A1. Und wir gehen davon aus, dass diese Stärken auf den Betrieben mit vielen Nachkommen von GSA1 auch ausgespielt werden. Mit Visor Pace darf ich Ihnen einen Stier vorstellen, der im April bei der Umstellung auf die Single-Step-Zuchtwertschätzmethode einen enormen Zuchtwertanstieg hingelegt hat. Durch diesen Anstieg hat er jetzt im August mit noch mehr melkenden Töchtern bestätigen können. Mit einem Gesamtzuchtwert von 143 Punkten
zählt er zur absoluten Spitze und ist somit immer noch für das Zuchtprogramm von Genostar als Stiervater interessant, zu dem auch 50% seiner Nachkommen hornlos sind. Wieso Pes ist ein Weibersohn und stammt aus der bekannten deutschen Schau- und Zuchtkuh Buxoe Bonita. Seine hervorragenden Zuchtwerte für Fett und Eiweiß spiegeln sich bei den Absolutleistungen seiner Töchter wider. Bereits in den ersten 100 Tagen bringen es seine Töchter auf 4,4% Fett und 3,5% Eiweiß. Wieso Pes überzeugt auch in der Fitness mit 120 Punkten. Aufgrund der guten Fruchtbarkeit und guter Zellzahlen lassen die Töchter eine hohe Nutzungsdauer erwarten. Einzig die Melkbarkeit mit 94 sollte bei der Anpaarung beachtet werden. Zu den Stärken von Wisor PS zählen aber auch die gute Färbungskraft für Fundament und Euter. Seine Töchter bewegen sich auf sehr straffen Fesseln und hohen Trachten. Zudem sind ihre Voräuter sehr gut mit der Bauchwand verbunden und der Euterkörper wird durch ein gut ausgeprägtes Zentralband sehr hoch über dem Sprunggelenk getragen. Wisor PS lässt jedes Züchterherz höher schlagen und sollte daher in jedem Betrieb eingesetzt werden. Wir haben ihn heute auch noch die Goldmedaille für den Nummer 1 Stier im mischjährig hornlosen Segment verliehen. Ein weiterer Top-Färber im Segment der Gesundheitsfärber ist Sayred BB. Sayred BB ist ein reinerbig hornloser Solitärsohn, der über Abired auf eine Exzellent 90, Stepred-Tochter und dann auf eine Exzellent 93, Snowred-Tochter zurückgeht. Sayred BB ist ein Rounder mit guter Leistungsfärbung, über 1000 Kilogramm Milch, leicht unterdurchschnittlicher Inhaltsstofffärbung, erwerbt sehr, sehr gute Becken, sowohl in der Beckenlage als auch in der Beckenbreite, erwerbt Top-Fundamente mit sehr, sehr guter Klauentracht. In der Euterfärbung kann man von Sayred von einem absolut Top-Euterfärber sprechen. Er färbt ausgezeichnete Hintereuter, ein ausgezeichnetes Zentralband und immer wichtiger für die Holsteinzucht, auch in der Tendenz, längere Striche. Sayred färbt reinerbig hornlos und mit seiner sehr guten Leistungsfärbung, mit seiner besten Eutergesundheit und vor allem durch das gute Exterieur und vor allem auch durch seine Vorzüge in der Klauengesundheit ist Sayred BB ein Stier, der in den Zuchtprogrammen, den internationalen Zuchtprogrammen, aber vor allem für die Betriebe sehr, sehr interessant sein wird. Neu in die Ausgabe in Niederösterreich und in der Steiermark im Segment der töchtergeprüften Stiere kommt der Stier Harvest. Harvest ist ein Sohn von Monterey und geht über Numero Uno und Planet auf eine exzellente Ramos-Tochter zurück. Sein Vater Monterey selbst wurde bei uns nie eingesetzt, hat derzeit aber bereits knapp 30.000 Töchter zu Buche stehen. Mit aktuell knapp 1.000 melkenden Töchtern ist Harvest aber mittlerweile nicht nur der höchste Monterey-Sohn, sondern auch sehr sicher geprüft und kann mit einem RZG von 146 überzeugen. Im Bereich der Milchmengenvererbung ist er mit 928 Kilogramm sehr gut und vererbt zudem auch noch positive Milchinhaltsstoffe. Beeindruckend ist sein Zuchtwert für Nutzungsdauer, der mit 134 definitiv im Spitzenfeld liegt. In den Bereichen Melkbarkeit, Zellzahl und Fruchtbarkeit kann er aber auch durchaus als Verbesserer bezeichnet werden. Besonders interessant wird Harvest aber erst, wenn man auch einen Blick auf sein Linearprofil wirft. Denn mit 137 Punkten für Exterieur ist er somit in allen Bereichen top und kann als absoluter Allround-Färber bezeichnet werden. Seine Töchter bringen viel Milchcharakter und können mit sehr breiten Becken beeindrucken. Harvest-Kühe bewegen sich sehr harmonisch
und überzeugen mit guten Fundamenten und hohen Hindeutern. Wer auf der Suche ist nach einem Stier, der aufgrund der Strichplatzierung auch für Melkroboter geeignet ist, ist mit Harvest gut bedient. Harvest steht für hervorragende Euter, gute Becken und gute Fruchtbarkeit. Wer Harvest einsetzt, wird Erfolg ernten. Das Exterieur unserer Kühe. Nicht nur wichtig auf Schauen oder beim Tierverkauf, sondern tagtäglich wichtig in der Arbeit mit den Tieren. Eine Kuh, die sich in den Laufstallungen gut bewegt, die ein gut melkbares Euter hat und eine entsprechende Rumpftiefe, um große Mengen Futter aufzunehmen, ist eine Milchkuh, wie wir sie uns vorstellen. Und hier haben wir aus unseren Ausgabelisten jene Exterieurstiere herausgefischt, die noch einmal hervorstechen. Lassen Sie diese Zahlen auf sich wirken. Euterzuchtwerte bis 148. Fundamentzuchtwerte jenseits der 120. Kühe, die eine Haltbarkeit auch in höherem Alter versprechen. Hans, ich bitte dich um eine Kommentierung des ersten Braunfischtieres des Segments Exterieur. Ja, der erste Stier in diesem Segment ist Denk. Denk ist ein Doberson aus Amerika. Es freut uns, dass wir wieder einen amerikanischen Stier im Angebot haben. Und eines haben natürlich die Amerikaner schon. Sie zeigen nicht die beste Bemuskelung und das muss man auch bei Denk beachten. Die Kuhfamilie geht über Paisley, eine exzellente Paisley, auf eine exzellente Pronto und dann auf Gordon und Prophet zurück. Wobei die Pronto, also die Großmutter des Stieres Denk, Amerikas Brown Swiss Kuh des Jahres 2012, also doch schon ein bisschen eine ältere Kuh, die Pronto-Tochter Twilight war. Was kann man von Denk erwarten? Denk wird große Tiere färben, er wird tiefe Tiere färben mit ausgezeichneten Becken, die positiv in der Beckenlage, in der Beckenbreite und vor allem in der Beckenlänge sich auszeichnen werden. Im Fundamentsbereich wird er etwas weniger bei Hinterbeinwinkel färben, aber eine sehr gute Ausprägung des Sprunggelenkes und eine gute Trachtenhöhe vorweisen können. Die Euter sind bis auf die Tendenz in der Strichlänge zu kurz insgesamt sehr, sehr gut und er hat auch einen sehr hohen Euterzuchtwert. Von Denk kann man eine gute Milchmenge erwarten. Er färbt 818 Kilogramm plus in der Milch mit leicht positiven Inhaltsstoffen im Fettbereich plus 0,04 und minus 0,02 im Eiweißbereich. Er wird ein sehr, sehr gutes Exterieur bringen und er wird eine gute Eutergesundheit, eine gute Melkbarkeit bringen. Sehr interessant ist auch sein positiver Zuchtwert für die Leistungssteigerung. Mit Denk haben wir wieder einen Stier im Programm, der aus Amerika kommt und der, wie wir aus der Vergangenheit wissen, gerade in der Leistungs- und Typfärbung überzeugen wird können. Mit Bachelor darf ich Ihnen nun die Nummer 1 aller Bändersöhne vorstellen, welcher bei uns neu in die Ausgabe kommt. Bachelor wurde in Vorarlberg gezüchtet und hat eine sehr leistungsstarke Assai-Tochter als Mutter, die aus Prohubu gezogen ist. Mit einem Gesamtzuchtwert von 132 und einem Milchwert von 117 ist er in den Milchleistungsmerkmalen sehr interessant, weil er deutlich positive Inhaltsstoffe vorweisen kann. Mit plus 529 Milchkilogramm lässt Bachelor aber auch durchaus leistungsbereite Kühe erwarten. Wenn man einen Blick auf seine Fitnesszahlen wirft, kann man auch hier keine Schwächen feststellen. Mit 116 für Fitness ist er fast in allen Sekundärmerkmalen eine ganze Standardabweichung über den Durchschnitt.
was ihn auch zu einem absoluten Fitnessfieber macht. Doch der wahre Grund, warum wir Bachelor heute vorstellen, ist sein beeindruckendes Exterieur. Mit der Gesamtnote 131 für Exterieur liegt er hier auch im absoluten Spitzenfeld aller Braun-Swiss-Färber. Bis auf die etwas kürzeren und dünneren Zitzen muss man im gesamten Linear vom Bachelor auf nichts achten. Man erwartet sehr breite und tiefe Kühe, die auch eine dementsprechende Bemuskelung vorweisen und gut gelagerte Becken haben. Auch in der Ausprägung des Fundaments lässt es Bachelor besser erwarten, als man es von allen Nachkommen seines Großvaters Biber gewohnt ist. Im Bereich der Eutervererbung erwartet man auch sehr hohe, drüsige und fest angesetzte Euter mit guter Strichplatzierung. In Summe kann man Bachelor als Exterieurkracher mit hervorragenden Allrounder-Eigenschaften bezeichnen. Nach Bachelor, der ein Top-Färber der Rasse Braun-Swiss ist, haben wir nun Chief zu besprechen. Chief geht über High Octane, Nummer 1 Observer, auf die bekannte Cosmopolitan zurück. Chief ist ein Chef, der seinen Töchtern den Stempel aufdrückt. Chief-Töchter begeistern auf den Betrieben durch ihr Exterieur und vor allem auch durch ihr ruhiges Temperament. Und wenn wir vom Exterieur sprechen, dann müssen wir natürlich von seiner Alterfärbung sprechen. Es gibt kaum einen Stier, der in der Hinterhalterhöhe, in der Hinterhalterbreite, in der Haltertiefe, im Zentralband so gut färbt wie Chief. Aber nicht nur die Häuterfärbung ist ausgezeichnet, sondern vor allem auch seine Beckenfärbung. Breite, lange Becken mit guter Beckenlage, ausgezeichnete obere Linie und stabile Fundamente, die ein bisschen mehr Knochensubstanz aufweisen und vielleicht im Sprunggelenk nicht so klar ausgeprägt sind, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Chief ist ein Exterieurfärber par excellence, ist ein Alterfärber par excellence, dessen Töchter auf den Betrieben eindeutig überzeugen können. Im Fundament haben 48% seiner Tiere im Genostabgebiet 85 Punkte und mehr. Im Alter haben 39% seiner Tiere im Genostabgebiet 85 Punkte und mehr. Das sind Zahlen, die für Chief sprechen. Chief färbt außerdem noch über 1000 Kilogramm Milch, vielleicht negativen Inhaltsstoffen und eine sehr, sehr gute Eutergesundheit. Und vor allem sein Zuchtwert für das Melkverhalten zeigt, dass es ruhige Töchter sind. Chief wird weiterhin bei uns eingesetzt, obwohl er schon längere Zeit im Programm ist, weil einfach die Kundenzufriedenheit so groß ist und die Betriebe mit den Chief-Töchtern wirtschaftlich Milch produzieren können. Mit Tantum darf ich Ihnen einen sehr frühen Disc-Jockey-Sohn vorstellen, der über Applicable und Mascalese auf die bekannte italienische GoFarm Tina-Familie zurückgeht. Die Tatsache, dass sich in seinem Pedigree 6 Generationen an exzellenten Kühen befinden, machen ihn zum absoluten Liebling für alle Exterieurliebhaber. Mit 145 RZI und 148 für Euter kann man durchaus solche Euter erwarten, wie man es bei seiner Mutter hier sieht. Sein gesamtes Vererbungsbild im Bereich Euter lässt absolut keine Wünsche offen. Aber auch im Bereich des Fundaments erwartet man Tiere, die sich auf sehr guten Glauben bewegen. Ebenso erwartet man von Tantum Kühe mit viel Körperbreite und korrekten Verbindungen, die in allen Haltungsformen gut zurechtkommen. Dies spiegeln auch seine Zuchtwerte für Fitness wider. Die Töchter von Tantum sollen sehr gesunde Euter und gute Fruchtbarkeitseigenschaften haben. Das in Kombination lässt mitunter sicherlich eine sehr gute Nutzungsdauer erwarten. Einzig in den Kalbemerkmalen sollte man bei der Anpaarung Beachtung schenken.
oder bei Kalbinnen einfach in gesächster Form verwenden. Hinsichtlich Leistung kann Tantrum auch in den Inhaltsstoffen überzeugen und er bringt auch genügend Milch mit. Alles in allem erwartet man von Tantrum Kühe mit einem außerordentlichen Exterieur, die in allen Stallungen alt werden können. Der nächste Stier in diesem Segment ist Facetime. Facetime stammt aus einer tiefen dänischen Kuhfamilie, aus der Oldstars wie Edison oder Stevens stammen. Facetime ist ein Freemax-Sohn, der über Gymnast, Battlecry und Sergeant Töchter mit sicher geprüften Stieren und guten Einstufungen im Pedigree hat. Facetime zeigt eine super Kombination aus gut mittlerer Milchmenge mit sehr guten Inhaltsstoffen, 875 Kilogramm Milch plus 0,26% Fett plus 0,10% Eiweiß sowie Top-Werte im Bereich Fundament und Euter. Gerade die Eutertiefe, aber auch die Voreuteraufhängung und die Hintereuterhöhe und das gut ausgeprägte Zentralband zeigen seine Top-Werte oder unterstreichen seine Top-Werte im Euterbereich. Aber nicht nur das gute Fundament, das gute Euter, die gute Milchmenge mit den positiven Inhaltsstoffen, auch seine sehr hohen Werte für Eutergesundheit, Zellzahl, Klauengesundheit und Mortellaro-Resistenz können bei Facetime überzeugen. Facetime ist ein Allrounder der Spitzklasse mit sehr, sehr starkem Exterieur und vor allem mit besten Fundamenten und Eutern. So, meine geschätzten Damen und Herren, wir sind nun am Ende der Präsentation unserer Neueinsteiger bzw. der bewährten Spitzengenetik angelangt. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, unter Fragen und Antworten Ihre Frage zu stellen, die wir sofort mit Hans Derler und Gregor Schaubmeier versuchen zu beantworten. Es schaut so aus, als hätten unsere Zuchtexperten hier alle Erklärungen geliefert, die gefordert waren. Hans, ich bitte dich um die letzten Worte und um den Abschluss unserer heutigen Genostars on Stage Braun Swiss und Holstein. Ja, sehr verehrte Züchterinnen und Züchter, werte Freunde der Braun Swiss und Holstein Zucht. Im Namen meiner Kollegen möchte ich mich recht herzlich bedanken und sehe gerade, dass hier doch einige Fragen aufgetaucht sind, die wir versuchen in aller Kürze zu beantworten. Die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist von Josef Berchtold. Bitte Infos zur Senator-Nachzuchtschau und der Steiermark-Schau. Die Senator-Nachzuchtschau wird im Zuge der September-Versteigerung in der Berglandhalle vonstatten gehen. Und wir versuchen gemeinsam, also Niederösterreich und Steiermark, das Genostar-Zuchtgebiet, eine entsprechende Anzahl von Senator-Töchtern zu präsentieren. Die Steiermark-Schau wird am 23. Oktober im Rinderzuchtzentrum Trabocht stattfinden, wo alle Milchrassen der Steiermark quasi in einem Richtwettbewerb sich stellen werden. Wir wissen noch nicht genau,
wie groß von den Zuschauern diese Veranstaltung sein wird aufgrund der Covid-Regelungen. Die Veranstaltung findet aber auf alle Fälle in Trabuch statt, mit Tieren, mit Besuchern. Nur die Stückzahl wissen wir noch nicht genau. Dann haben wir die Frage, welche Bedeutung kommt der BCS-Wert hier im Holstein-Bereich? Ja, der BCS-Wert im Holstein-Bereich zeigt, wie fleischig oder nicht fleischig, wie abgemolken letztendlich die Tiere zum Zeitpunkt der Nachzuchtbeschreibung sind. Und es zeigt sich natürlich auch gewisse Zusammenhänge mit dem BCS-Wert und letztendlich auch mit der Fruchtbarkeit, mit der Stoffwechselstabilität und Werte, die extremst niedrig sind, sind genauso schlecht wie Werte, die extremst hoch sind. Also BCS-Werte, sage ich jetzt mal, von 90 bis 110 würden irgendwo im Idealbereich liegen. Die nächste Frage, gibt es weitere Veranstaltungen? Also hier im Genostargebiet sind meines Wissens keine weiteren Veranstaltungen geplant. Österreichweit werden wir für Braunswiss natürlich auch wichtig, aber für die anderen Milchrassen in Österreich wichtig versuchen, den Dairy Grand Prix quasi abzuhalten. Dann stellt sich die Frage, welche Stiere sind beim Melkverhalten bei Braunswiss sehr interessant. Ist ja ein neues Merkmal, das jetzt damit der Zuchtwertschätzung im August neu eingeführt wurde. Welche Stiere sind da vorne dabei? Stiere, die bei uns gelaufen sind oder stark laufen, auch in den anderen Organisationen, sind zum Beispiel Dorian, der einen Zuchtwert von 113 im Melkverhalten aufweist. Ein Stier, der auch im Programm ist, ist Adaman mit einem Zuchtwert von 111. Dann von den älteren Stieren ist Wambari mit 109 quasi im Zuchtwert angesiedelt. Interessanter Stier, der auch im Zuchtprogramm genutzt wurde und wird in diesem Bereich, ist Wasri mit einem Zuchtwert von 111. Die Spitze hat Hawaii mit 117. Also das sind so die interessanteren Stiere. Ich denke, bei uns sind stärker gelaufen Dorian, Wasri, Andermatt, die mit positiven Zuchtwert für Melkverhalten überzeugen können. Von den Stieren, die wir jetzt aktuell stark im Programm haben und auch bewerben, ist Visor, der mischjährig hornlose Stier mit einem Zuchtwert von 108 im Top-Segment im Bereich Melkverhalten angesiedelt. Was haben wir dann noch für Frage? Ich denke, die Fragen, die auf die Dinge auf die Wand geworfen wurden, sind letztendlich beantwortet. Ich sehe da noch eine Frage, welche aktuelle Jersey-Stiere gibt es? Aktuelle Jersey-Stiere, Zodi ist ein sehr, sehr interessanter Stier, der aktuell quasi im Jersey-Bereich sehr, sehr stark eingesetzt wird. Es wird jetzt auch stärker nach Hornlosstieren nachgefragt. Da wäre Capswin BB ein Stier, da wäre Kristall B ein Stier, dann die Stiere Casino. Das sind so die Stiere, die im Jersey-Bereich aktuell interessant sind. Welche Frage haben wir dann noch zu beantworten?
Ich sehe jetzt da keine Frage mehr, die noch nicht beantwortet wurde. Falls irgendwas übersehen wurde, dann werden wir die oder noch zusätzliche Fragen reinkommen, die wir jetzt in der Kürze nicht beantworten können, dann werden wir den Leuten natürlich ein Mail schicken und die entsprechenden Fragen in diesem Bereich beantworten. Ich hoffe, die Fragen wurden ausreichend beantwortet und ich möchte mich jetzt nochmals im Namen meiner Kollegen für die Mitarbeit von eurer Seite, wie gesagt, es waren 120 registrierte Personen dabei an dieser Veranstaltung, bedanken. Bedanken möchte ich mich bei Thomas K. für den Support, für den technischen Support, für die Aufbereitung. Und bedanken möchte ich mich bei meinem Kollegen Gregor Schaubmeier für die hervorragende Vorstellung der Stiere. Ich denke, wir werden auch bei der nächsten Zuchtwertschätzung im Dezember die dritte Ausgabe von Genostars on Stage für die Rassen Braunschweiz und Holstein durchführen und freue mich schon auf Ihre zahlreiche Teilnahme. Danke sehr.